Hiro, gut, dass ich dich gefunden habe. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ich habe den Ältesten des Dorfes am Fuß des Berges gefragt, ob er etwas von unseren vermissten Ninja-Freunden gehört hat. Aber er weiß auch nichts. Stattdessen erzählte er mir merkwürdige Geschichten. Offenbar streifen Samurai durch die Wälder jenseits des Flusses, auf deren Bannern ein seltsames Wappen prangt. Wie es scheint, machen die Samurai Jagd auf wilde Tiere, die sie dann tiefer in den Jadesteinwald bringen. In dieser Richtung liegt nur das alte Schloss. Aber das ist seit langer Zeit verlassen, dachte ich zumindest. Du musst den Berg hinabsteigen und am Schloss nach dem Rechten sehen. Vielleicht finden wir dort Antworten auf unsere Fragen. Denke an deine Ausbildung. Sie wird dir gute Dienste leisten. Möglicherweise sind diese Samurai am anderen Flussufer nicht sonderlich schnell. Sie haben die Brücke niedergebrannt, bevor sie sie überqueren konnten. Jetzt sitzen sie auf der anderen Seite in der Falle. Ihr solltet sie ausschalten, Ninjas, bevor sie über den Fluss setzen. Ich bringe einstweilen die Dorfbewohner in Sicherheit. Ich habe noch Jutsu.
Das waren keine gewöhnlichen Samurai. Irgendein fauler Zauber hat unschuldige Tiere in dunkle Schergen verwandelt. Ich muss zurück zum Ninja-Gebirge und deinem Meister alles erzählen. Folge der Straße. Deine Mission ist dringend. Konnichiwa, junger Ninja. Tut mir leid, aber ich habe gerade wenig Zeit. Ich muss einige Tränke brauen. Allerdings fehlt mir eine... Diese Blumen, Kletten werden sie genannt, haben violette Blüten. Sie wachsen normalerweise entlang des Weges zu dem Tempel dort. Wenn du mir eine besorgst, soll es dein Schaden nicht sein. Du hast die Kletten gefunden, die ich brauche. Den Göttern sei Dank. Endlich kann ich meinen Trank fertig brauen. Hier ist eine kleine Belohnung für deine Mühe. Ich hoffe, sie ist dir auf deinen Reisen von Nutzen.
Oh.